Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes und es ist Challenge-Zeit. Die Aufgabe war ja, baut mir die Drohne der Zukunft, was auch immer ihr euch darunter vorstellt. Es gab eigentlich relativ wenig Vorgaben, eigentlich keine. Und deswegen gibt es auch tatsächlich sehr unterschiedliche Einsendungen, was ich ziemlich cool finde. Es gibt Militärdrohnen, es gibt Zivildrohnen, es gibt alles Mögliche. Ja, doch fliegen sollte es, glaube ich, können. Ich glaube, das war die Vorgabe. Moment. Hier da gerade was? Da war noch eine Kante vom Greenscreen. Ja, jetzt ist aber weg. Glaube ich. Ich hasse sowas nämlich persönlich auch immer, wenn jemand einen Greenscreen hat und den nicht ordentlich aufgesetzt hat. Falls da noch eine Kante sein sollte, nicht böse sein. Ja, ich habe heute mal die gute Laune-Musik ausgepackt. Ich habe eine neue Playlist gemacht aus einer Mischung, ich sag mal 8-Bit, wie das Lied zum Beispiel gerade, 8-Bit Videospielmusik, bisschen elektronisch, bisschen zukunftsmäßig angehaucht. Mal gucken, wie es euch gefällt. Aber ich finde, ich hatte heute Bock drauf. Ich werde heute beide Folgen aufnehmen. Warum beide Folgen? Es gab so viele Einsendungen, dass ich es aufteilen muss. 5 Stück an der Zahl pro Folge. Und ich habe das einfach die Einsendungen genommen, wie sie halt reinkamen. Diese Folge, nächste Folge, diese Folge, nächste Folge, diese Folge, nächste Folge. Also einfach aufgeteilt ohne Sinn und Verstand. Und ja, gucken wir mal, was rumkommt, nicht? Legen wir einfach los. Wir sind bei Folge 417 und springen direkt rein zu der DR9 Thanatos Master von Master Kiryu. Der gute Kevin, der ist hier auch mal wieder am Start, nicht? Ist ja gerade momentan ein bisschen schwierig bei ihm, was das so ungestört PC und sowas angeht. Das sieht schon sehr cool aus. Was ist das? Warum ist das hier so hohl? Nein, das ist schon geil. Gefällt mir zumindest optisch vom Äußeren schon mal. Ich habe natürlich auch alle Sachen vorbereitet an Beschreibung. Und das ist eine Futuristic Armed VTOL Drone. Und dann halt, ja, ne? VTOL starten. So, VTOL Takeoff. Oh mein Gott, das ist ja eine elendig lange Beschreibung. Ja gut, kriege ich hin. Kriege ich hin. Was ich tatsächlich ganz cool finde, Thanatos. Man kennt ja Thanos aus dem Marvel-Universum, aber vielleicht kennt ihr auch jemand Thanatos. Das ist ein Totengott. Das wusste ich sogar schon vorher. Weil es gibt einen YouTube-Kanal, The Great Thanatos. Nee, Prime Thanatos. Auf YouTube. Und der hat sehr geile Elektro-Musik drauf. Kann dir nur empfehlen, wenn jemand auf so Synthwave und sowas steht. So, gucken wir uns das jetzt erstmal an. Wir probieren erstmal den normalen Take-Off. Das Fahrwerk, ist das irgendwie neues oder ist das selbst gebaut? Das sieht schon sehr geil aus, muss ich sagen. Oh, da drin sind noch Waffen. Also es startet auf jeden Fall auch so. Die Kiste. Sie erinnert mich mega an irgendwie einen Wal. Weiß nicht, ob das gewollt ist. Boah. Was ist da los? Standard Takeoff. Activate Gruppe 2. Das habe ich nicht gemacht. Weiß nicht, was das tut, aber dadurch lenkt es ein bisschen besser, weil das tut es gerade so gar nicht. Müssen wir kurz gucken. Deactivate Gruppe A. 8. Oh. Oh. Das hilft. Oh, die gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Heute wird es wieder sehr, sehr schwer, was Thumbnail angeht. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und auch das nächste Mal. Es ist alles ziemlich qualitativ hochwertig. Was ich sehr cool finde, aber dadurch wird es für mich leider nicht einfacher. So, und jetzt gucken wir nochmal in die Beschreibung.
Ich habe so viele Tabs offen. Full Controls, also eins, okay. 2 Booster for Straight Flight auf der 2. Achso, der war die ganze Zeit schon an. Ups. 3 Primary Machine Guns, die sind. Ah, guck mal hier. Schön noch einen Lauf dran gebastelt, schön eingepackt, finde ich gut. Dann 4 Trim und Trim Up. Oh, da kommt irgendwas raus. Ah, Miniguns, okay, also richtig, richtig dick bewaffnet das Teil. Da hämmert es nochmal ordentlich. Dann, was haben wir noch? Open Rocket Pod Bay on the Underside. Die 5. Okay, das ist so ein bisschen schräge Musik nach unten mäßig. 6 Toggle Position Lights, okay. 7 AG7 und VTOLF Parking Mode. Wouldn't use that in mid-air. Okay, Moment. Das, machen wir gleich. Und Landing Gear, ja, ja. Das kennen wir. Jetzt will ich mal kurz gucken, wie das mit den Rockets ist. Ob das taugt. Ich hoffe, dass der Konvoi hier zufälligerweise gerade mal unterwegs ist. Da ist er doch. Hat das Ding irgendwie verschiedene Kameras? Nee, hat es nicht. Aber es hat halt auch kein Cockpit, ne? Also Drohne ist auf jeden Fall erfüllt, würde ich jetzt mal behaupten. Bodenstation hat es jetzt nicht, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe ja nicht gesagt, dass das ein Muss ist. Naja, immerhin einen haben wir getroffen. Ja, das funktioniert tatsächlich ganz gut mit dieser schräg nach unten. Da kannst du nämlich einfach gerade fliegen und musst nicht gucken, dass du irgendwo gegenkesselst. Dann fliegst du einfach schön gerade über die Gegner drüber und rotzt sie weg. Guck mal, siehst du mal. Habe ich zwar erwischt. Oh mein Gott, ein Triebwerk. Aber das hat aber Aua gemacht. Auch den. Ja, die haben mich ordentlich erwischt. So. Aber shit on it. Wir müssen jetzt. Upsi. Wir müssen nochmal neu starten. Und den VTL-Gedöns. Also 1 Lever nach oben. Oh, nett. Slowly increased thrust to 20%. Ah, guckst du mal. Hebt schon ab. Gain some high and retract landing gear. Retract landing gear. Set the VTOL lever to neutral. Deactivate 1 und 2 und 8. Sollte vielleicht noch mehr Stoff geben. Das steht da nämlich nicht drin. To get into stable VTOL mode again, just do that in reverse. But set the thrust to 10-20% few seconds before. Okay. Aber warte mal, wie war das? Was darf ich nicht in Mid-Air drücken? Parking Mode. 7 und VTOL ab. Easy. Super. Null Problemo. Als wär's dafür vorgesehen. So, ich guck mal, ob ich das jetzt hinkrieg. So, in reverse. Okay. Also. 8. 2, 1. Okay, das war jetzt nicht so clever. So. Wir sollten das Fahrwerk vielleicht noch rausfahren. Bin mir nicht ganz sicher, wie genau das funktioniert, das gute Stück. Bin noch deutlich zu schnell.
Scheiße, jetzt hammern wir hier. Das Ding sinkt überhaupt nicht. Kacke. Du musst tatsächlich kompletten Schub wegmachen, dass das sinkt. Aber okay. Uhuhu. Das war jetzt nicht so clever. Ich habe Schub gedrückt. Lol. Aber sofort wieder gefangen, als ich den Schub weggenommen habe. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist, aber es ist nicht schlecht. Also ich werde das jetzt nicht mehr landen. Das dauert jetzt so lange. Aber das ist mal ein ordentlicher Start, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben schon 10 Minuten um. Oh mein Gott. Aber ich habe ja auch am Anfang ziemlich viel gelabert. So, gehen wir weiter zur Falcon X von Julian Röber. Das ist für mich jetzt, ich sag mal, klassisch Drohne. Die könnte auch jetzt aktuell schon im Himmel sein. Deswegen nicht schlecht. Aber die sieht mir echt zu aktuell aus. So blöd sich's anhört. Aber es ist halt auch schwierig zu definieren, was ist denn jetzt. Also, der Titel war ja Drohne der Zukunft. Was ist denn der Zukunft? Wie definierst du das? Das ist halt echt schwer, weil wir wissen überhaupt nicht, wie die Zukunft aussieht. Gut, Zukunft kann auch morgen sein. Da würde die hier perfekt reinpassen. Aber passt die auch in 50 Jahren rein? 100? 1000? Man weiß es nicht. Deswegen hätte man vielleicht ein bisschen genauer definieren können. Da war ich schlampig in der Definition. Die Musik, glaube ich, mal ein Stück leiser machen. So. So, was mir aber bei der hier jetzt erstmal direkt auffällt, die fliegt sehr, sehr instabil. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Vor allem ist die so eine Mischung aus steif und instabil. Bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also ich rolle jetzt einfach und das sieht. Jetzt sieht es rund aus, am Anfang sah es nicht rund aus. Alter, da wird einem ja schlecht. So, aber gucken wir mal, was das Ding noch so drauf hat. Gleich mal wieder das HUD anmachen. Und wo ist die Beschreibung? Beschreibung, da ist die Beschreibung. Die Falcon X-Drohnen sind Stealth-Drohnen, um Ziele aufzuspüren und zu bekämpfen. Eins sind die Landelichter. Ah, das da. Zwei Positionslichter, drei Landehaken. Also kannst du mit dem Ding auch auf dem Flugzeugträger landen. Oh, da steht sogar, sie fliegt ein wenig instabil und schlingert ein bisschen in den Kurven, aber im Geradeausflug ist sie ziemlich stabil. Okay. So, das hier vorne ist jetzt vermutlich mal so ein Kameradome. Ich bin mal gespannt, ob da auch eine Kamera drin ist. Ja, die hängt unten drunter. Das ist okay. Kamera in der Minigun, das dürfte die Cockpit-Kamera sein. Es sieht ja auch interessant aus, muss ich sagen. Hatte ich so noch nie die Ansicht. Hier mit diesen Blöcken, das sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Head-Up-Display. Boah, aber die fliegt echt zum Mittel. Muss man leider sagen. Aber gefällt mir schon optisch eigentlich ganz gut. Ich mag, dass es ein bisschen runder ist. Master Keus Drohne war ja gerade Gegenprogramm quasi. Aber die kippt auch sehr, sehr einfach über den Flügel weg. Ich mache jetzt mal mit dem Joystick, da ist das ja immer ein bisschen abgeschwächt. Aber ihr merkt schon selbst hier, wie die wackelt. Da muss noch ein bisschen gefeilt werden, bevor die in Serienproduktion gehen kann, um den Himmel der Zukunft zu beherrschen. Aber trotzdem, nett ist sie gemacht. Hat sich auf jeden Fall jemand Mühe gegeben. Wow, 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 was passiert denn jetzt? Warum kippt das über den linken Flügel weg? Ich leck doch nach rechts. Ah! Ganz vorsichtig. Nicht über den Flügel kippen, bitte.
Ich bin ja schon nett zu dir. Ich hau dich ja schon nicht in die Kurven, wie blöd. Boah, ey. Boah. Also da musst du nochmal nachjustieren. Ich will mal kurz was... Scheiße, was war die Taste dafür? Ich hab's vergessen. Egal, machen wir es halt so. Boah. Center of Lift ist hinter der Center of Mass. Ah, ja gut, also im Prinzip sollten wir ich glaube, es ist so lange her, dass ich das letzte Mal gebaut habe. Ich muss mal wieder bauen. Sollten die nicht aufeinander sein? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber passt schon. Ist nicht schlecht. Könnte aber besser sein. Aber trotzdem vielen Dank für die Einsendung. Aber justier noch mal nach. Die kannst du bestimmt richtig geil machen. Auch vom Flugbild her. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Werk von Bad Boy LP, die Modern Drone. Und es ist eine moderne Drohne für die neue Challenge von Pulitzer LP. Maus-Joystick empfehlenswert. Ist quasi gleichzusetzen mit fliegt nicht so gut. Wie, ups. Gehe ich da richtig in der Annahme? Jetzt gucken wir mal. Da ist der Center of Lift, Center of Mars super weit vorne. Ich weiß nicht mehr, wie es richtig war. Aber hier vorne aerodynamisch wie ein Schuhkarton. Aber hier mit Bodenstation, das finde ich schon mal cool. Also das ist keine autonome Drohne, sondern eine zum selber steuern. Das finde ich sehr nett gemacht. Kann ich jetzt schon mal sagen. Und die gefällt mir auch optisch ziemlich gut. Außer halt hier vorne, dass das so eckig ist. Das finde ich nicht so gut, aber... Und jetzt habe ich was im Auge. Pool. Aber das ist jetzt... Ist gar nicht so schlecht, ne? Finde ich gut. Gen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das finde ich ja geil. Guck mal, hier der Joystick, schön mit Hebel und so und hier auch mit Gashebel. Das finde ich sehr, sehr nett gemacht. Das finde ich sehr, sehr nett. Und jetzt gehen wir mal Stoff. Haben wir irgendwie noch zwei kleine Hilfstriebwerke oder sowas? Finde ich auch interessant hier mit diesem... Was auch immer es ist, ob es eine Leitung ist. Weiß nicht, was für einen Zweck das hat. Oder ist das ein Zusatztank, der da drunter hängt? Alles möglich. So, aber gehen wir mal in die Beschreibung, gucken mal, was drin steht. 1 Abfanghaken, 2 Lichter. Okay, mehr ist nicht drin. 1. Okay. 3 Lichter. Okay, die machen wir mal aus. Die ist bewaffnet scheinbar erstmal nur mit MGs. Hier zumindest jetzt äußerlich keine Raketen. Okay, die Raketen sind da drin. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, dass wir die erstmal aufklappen mussten. Das hast du nicht in die Beschreibung geschrieben. Wenn das Ding in die Luft geflogen wäre und ich hätte mich tierisch aufgeregt, hättest du nichts sagen können. So. Irgendwas klappert da ganz gewaltig, wenn man rollt. Bin mir aber nicht sicher, wo und was. Aber die fliegt ziemlich angenehm. Also, Maus-Joystick muss ich gar nicht benutzen. Die fliegt auch so gut genug. Ist recht steif, aber die ist dann halt nicht für den Dogfight gebaut, sondern für andere Zwecke. Zum Beispiel hier so, wenn man so vorher so einen schönen langen Anflug hat, irgendwie ein festes Ziel hat, fliegt man dahin, macht's platt und haut einfach da. So. Bisschen
Havoc ausgerichtet und ab dafür. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Weil die so steif ist, alter krass, hätte ich nicht gedacht. Weil die so steif ist, wollte ich gerade sagen, wird es schwierig auszuweichen. Auszuweichen. Aber das ging jetzt ganz gut eigentlich. Ja gut, die habe ich jetzt irgendwie nicht mehr weggekriegt. Warum auch immer. Ich habe nichts anderes getan als vorher. Ein bisschen gerollt, ein bisschen nach hinten gezogen. Ich wollte eigentlich einen Korkenzieher fliegen. Aber das geht dann doch nicht so gut mit dem Teil. Aber die ist echt nett gemacht. Also, da kannst du nichts sagen. Hat die eine besondere Kameraperspektive? Hier unten haben wir eine. Den haben wir. Ich würde es so feiern, wenn das möglich wäre. Und ich wette, es geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Wir hatten mal ein Flugzeug mit einer Mod, mit einer Minimap. Warum? Warum? Warum kann ich das hier tun? Na, auf jeden Fall, wir hatten ja mal Mod, wo dann so eine Minimap auf dem Monitor im Flugzeug angezeigt wurde. Und ich wette, das könntest du damit auch umsetzen. Das fände ich mega geil. Also wenn das jemand irgendwie weiß, wie das geht und vielleicht mal machen möchte, quasi so ein Drohnenstand mit Fernsteuerung und Bildschirm, wenn das geht. Hammer, das wäre super cool. Würde ich mich freuen, wenn mir sowas geschickt werden würde. Aber erstmal vielen Dank dafür, also die Idee finde ich gut. Nur, warum zum Teufel drehe ich mich hier? Ist ja hier nur ein normaler Bürostuhl. So, was haben wir noch im Angebot? Ne, nicht 471, 417. Ah, 417! Die Shuttle-Drohne von Peter Woderich. Es sind tatsächlich einige bekannte Namen heute unter den Einsendern. Was ich sehr cool finde. So, jetzt mal kurz gucken. No text. This is my impression of a futuristic civil shuttle drone. Important information. After takeoff, press landing gear to transfer into forward flight. For interest. Gruppe 8 also toggles the RCN thrusters. Ich weiß nicht, was RCN heißt. To disable the gyros, press Gruppe 8. Landing works at best 35% Schub. Important turn on the gyros. Before pressing landing gear. When the ship is still one piece after landing, sliding up VTL will open the doors. Alles klar. Gucken wir erstmal so nach und nach. Also da sitzen auf jeden Fall ein paar Leute drin. Das ist halt so eine Taxidrohne, würde ich jetzt mal sagen. Ah, das ist ja nett gemacht. Guck mal, da geht sogar noch ein Licht nach draußen. Damit du hier nicht auf die Schnauze fliegst. Das ist ja nett. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das gewollt ist. Das gehört ja eigentlich hier drunter. Also an sich fände ich die Idee sau cool mit dem Licht. Bin mir aber nicht sicher, ob es so gewollt ist. So. Boah, ey. Der Beschreibungstext ist echt so. Also alles Blocksatz, ohne Absatz, ohne Leerzeichen, ohne sonst. Also doch mit Leerzeichen, aber also Leerzeile meine ich. Okay, starten wir einfach mal die Kiste. So, das geht ganz langsam. Ah, guck mal hier mit, ne? Das ist RCN, stimmt. So, sehr schön, wenn ich G drücke, Fahrwerk wird eingefahren und wirklich direkt in den Vorwärtsflug, finde ich super. Okay. Die 8 muss ich ausschalten, damit ich ordentlich fliegen kann. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was es bedeutet, das Ding zu landen. Boah, nee, die Gyros lasse ich mal schön an. Auch wenn es dadurch sehr langsam in die Kurve geht. So. Und jetzt versuchen wir das mal zu landen, die Kiste. Boah, Alter. Vorsicht.
Okay. Ich weiß nicht, was habe ich jetzt großartig falsch gemacht. Gut, ich war wahrscheinlich viel zu schnell. Das war wahrscheinlich der Fehler. Aber... Boah, wie kriege ich denn das gelandet, ey? So, ich fliege jetzt gar nicht mal so weit. Schwierig. Aber geht. Geht. Ist interessant, dass es so lange braucht, bis es tatsächlich dann landet. Wir müssen das aber nochmal versuchen. Jetzt einfach nur bis da vorne. So, wir nehmen jetzt schon mal ordentlich Schub weg. Mal, muss ich aber kurz die Gyros ausmachen. Ja, okay. Das war wirklich der Fehler. Also ich war wirklich einfach viel zu schnell. Wenn man langsam ankommt, ist das null Problemo. Na gut, es war jetzt halt ein bisschen doof, auf einer Schräge zu landen, aber verstanden. Ich muss allerdings sagen, ich komme optisch nicht so ganz drauf klar. Also klar, man muss sich das natürlich jetzt so vorstellen, hier ist alles mit Glas zu und sowas. Dann ist... Also ich hoffe zumindest, dass es so gedacht ist und nicht, dass das hier einfach offen ist. Aber wenn es so gedacht ist, also so von meinem inneren Auge, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob so ein Lufttaxi so aussehen würde, in Anführungszeichen. Ich finde, die Flügel sind halt riesig breit, ne? Und auch hier hinten das Schwänzchen ist sehr lang. Sowas würde ich halt sagen, es wäre sowas für einen Großstadteinsatz. Und ich glaube, dass es dafür zu breit und zu lang ist. Ist jetzt nur mal so rein in meinem Kopf eine Spinnerei. Aber wenn ich irgendwie an eine Großstadt der Zukunft denke, denke ich an riesige Hochhäuser, an enge Hochhausschluchten. Alles ist irgendwie total eng aufeinander, viele Leute in der Stadt. Und ich glaube, da wäre mir das zu groß, so von der Vorstellung her. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, da seine Fantasie spielen zu lassen. Aber das ist halt meine Meinung. So. Aber trotzdem, vielen Dank für die Einsendung. Das ist eine coole Idee. Vor allem habe ich mich gefreut, dass es eine zivile Anwendung ist und die wir nicht nur Militärkrempel bekommen und uns anschauen müssen. Das hat mich sehr gefreut. Also, Chapeau. Und als letztes für heute haben wir noch von einem Bekannten ein Werk bekommen, und zwar VTOL Drone Concept von MTB Crafter. In der 18., also in der 418 Folge, haben wir sogar noch einen alten Bekannten drin, der schon länger nicht mehr am Start war. Aber das kommt ja nächste Folge wieder. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ist die Beschreibung, da ist die Beschreibung. This futuristic military drone concept. Warum rutscht die nach vorne? Is a VTOL. The front wheel is a little buggy, especially after firing a cleaver or using the bomb. Sorry for that. Hä? Achso, es ist ein bisschen buggy. Ich habe gedacht, is a little buggy. Also ist ein kleiner buggy, also so ein kleines Fahrzeug. Okay, das war jetzt ein Missverständnis. Let's head on to the controls. Bla bla bla. Das machen wir dann gleich. It took me 31 hours to build. The truck survives nearly every jump. It has the best suspension I've ever built. Das wollen wir ja mal. Das müssen wir erstmal gucken. Also das hier finde ich alleine schon mal geil, wie hier das VTL umgesetzt wurde. Okay. Also Gruppe 1. VTL to Normal Flight, 2 Mouse Joystick,
Only use camera movement. Ah, das hier vorne. 3 Bombing View, 4 Flaps, 6 Truck, 7 Detach All Cleavers, 8 Büro. So, gucken wir einfach mal, wie das hier so geht. Ah, ich find's so cool gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Richtig, richtig cool. Wie gesagt, ich hatte schon gemeint. Moment, ich will. Guck mal, das ist doch auch ein geiles Bild. Hier so schön mit dem Fahrzeug unten drunter im Schatten. Boah. Ich mag das Bild. Ich habe mir gesagt, heute wird es echt schwierig, was die Qualität angeht. Das ist schon große Kunst, sage ich einfach mal. Wie das abhebt. Hammer. So, und jetzt die 1. Ich bin gespannt. Blub. Wie cool. So, das vordere Fahrwerk noch einfahren. Oder Laser. Ich finde, das ist schon sehr futuristisch. Ist natürlich so ein bisschen Star Trek-mäßig angehaucht, finde ich. So Bird of Prey-mäßig. Jetzt gucken wir mal. Okay, warte mal. Ich will mal kurz gucken, was passiert, wenn ich jetzt die 1 reinhaue. Okay, es bremst sofort ab. Ich bin jetzt gespannt, ob es dann wirklich einfach in den Hover-Mode übergeht oder ob wir mega schnell gleich sind. Und runterfallen oder nach oben schießen. Mal kurz die Airbrake noch rein. Wir steigen gerade unfucking fassbar viel. Da steht jetzt nicht, was der perfekte Sweet Spot fürs Hovern ist. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja nett. Das ist nett. Bombing View. Alter, wie nice. Das ist richtig cool gemacht. Bombe. Bombe, 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 Bombe. Ich habe keine Ahnung, wo die Bomben runterkommen. Theoretisch sollten die da jetzt schön in einer Linie runterkommen. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Hallo? Passiert da was? Ich nix sicher. Ding steigt und steigt. Jetzt nicht sicher gerade. Naja. Wir haben ja noch die Cleaver mit am Start. Da gehen wir uns jetzt mal schnelles Opfer suchen. Ich glaube, ich starte die Kiste nochmal, weil die gerade irgendwie komisch instabil ist. Und ab dafür. Wo hängen eigentlich die Bomben? Nur mal so rein Interesse halber. Ah, okay. Lol. Da unten ist direkt irgendwas explodiert. Hä? Wo kommen die raus? Ich bin super verwirrt. Ihr seht, die Dinger gehen voll nach unten. Aber wie? Wo? Guck mal, da oben sind noch Raketen drauf. Ich verstehe es nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt mal vermutet, vielleicht hier oder so.
Aber ich nichts können sagen. Was wir jetzt aber mal probieren, ist, wir greifen die USS Beast an. USS Beast Anflug. So richtig schön hier mit den Cleavern. Müssen wir erstmal ausweichen. Verdammte Scheiße. Die schießen ja immer noch auf uns, aber der eine Marschflugkörper wird sowas von ankommen, ihr Penner. Boing. Und boing. Alter, die machen wirklich Bumm. Das Ding wird ja sowas von absaufen. Und die zwei anderen sind auch noch draufgegangen. Brennt zumindest. Das ist ja cool. Stimmt, da war noch was. Da war ja noch der Truck. Tschüss, Truck. Halten wir jetzt diesmal als erstes aus. Ist halt ganz geil. Man denkt halt wirklich, du sitzt halt irgendwie in dem Truck und schießt halt auf den mit dem. Das ist echt eine nette Idee. Alter. Das Ding ist, ich glaube, einfach zu schnell tatsächlich für die Kanonen der Schiffe. Ich kriege zwar ordentlich eine ab zwischendurch. So. Ah, come on! So nah. Bomben raus. Scheiße, ich kann nicht mehr lenken. Die haben mich abgeschossen. Aber gut, jetzt müssen wir auf jeden Fall den Truck noch probieren. Aber nicht hier. Fahren wir mal zum Avalanche. Ah ne, wir fahren nicht zum Avalanche Airport. Wir fahren mal schön auf die Proving Grounds. So. Und den mache ich an mit 6. Und die 8 machen wir aus. Ups, jetzt bin ich rausgetappt. Gut, ich fahre einfach mal drüber. So, die beste Federung aller Zeiten. Ja. Kann ich bestätigen. Alter Falter. Das Ding kommt echt. Alter, das ist ja so butterweich gefedert, das Teil. Das ist ja krass. Hat er nicht zu viel versprochen. So, guck mal, ob wir da den bitterbösen Berg hochkommen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Mega. Und wie sieht's oben bei der Kante aus? Alter, was ein Drehmoment hat denn das Ding? Na gut, ein bisschen Schwung brauchen wir. Alter, sogar so ein Rutscher über den Abhang von oben runter, ey. Das. Easy. So, jetzt kommt das Hindernis. Das wollen wir mal sehen. Also ich finde es halt eine nette Idee, als Bodenstation so einen Truck zu machen. 6, 8. Oben hier schön alles gekühlt. Du brauchst ja geile, krasse PCs dafür, um so eine Drohne zu benutzen.
Alter, was für Bodenfreiheit die Möhre hat. Also mit so einem Truck bist du halt echt flexibel. Also wenn der Feind irgendwie dein Signal empfängt und dann eine Attacke auf die Bodenstation macht, fährst du halt irgendwo anders hin. Zur Not fährst du halt verdammten Berg nach oben. Aber das ist jetzt tatsächlich ein bisschen steil. Da fehlt jetzt gerade ein bisschen die Motorleistung. Aber ganz ehrlich, das ist schon sehr steil. Und die Kiste climbt da ohne Ende nach oben. Also Hammer. Passiert gar nichts. Also das ist echt so ziemlich der beste Truck, den wir bisher hier hatten. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht von dem Teil. Ich finde den sogar noch geiler als das Flugzeug selbst. Und deswegen mache ich jetzt nochmal so einen richtig schönen weiten Sprung, weil da sind oft Fahrzeuge kaputt gegangen. Man weiß jetzt halt natürlich nicht, wie schnell fährt das Ding gerade überhaupt. Ja, doch, damit kriegt man es klein. Aber trotzdem, vielen Dank, das ist ein mega krasses Teil. Der hat echt Spaß gemacht. Ich ziehe mich jetzt in mein stilles Kämmerlein zurück und gucke mal, welches Werk denn tatsächlich auf Thumbnail draufkommt. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es dann weiter. Und ich werde auch die Tage noch ein wieder ein Challenge-Ankündigungsvideo machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.